Weichgeberegeneration. Was ist eine Weichgeberegeneration? Dentale Weichgeberegeneration ist ein Verfahren, um das Gewebe um einen Zahn herum, der nicht Knochen ist, zu regenerieren und aufzubauen. Als Weichgewebe gilt demnach das, welches aus Schleimhaut und Bindegewebe besteht. Geht dieses Gewebe durch verschiedene Ursachen verloren, kann es durch chirurgische Eingriffe wiederhergestellt werden. Dies wird vor allem aus funktionellen und ästhetischen Gründen durchgeführt. Es besteht die Möglichkeit, durch eine Transplantation das fehlende Weichgewebe zu regenerieren. Dabei wird Weichgewebe beispielsweise aus dem Gaumen entnommen und an der entsprechenden Stelle transplantiert. Eine andere Möglichkeit sind gebrauchsfertige, künstlich hergestellte Weichgewebeprodukte, die transplantiert werden. Denn für den Einsatz eines Implantats ist nicht nur der Halt im Kieferknochen, sondern auch im Weichgewebe wichtig.